Es gibt ja Dinge, die kann man in diesem Land eigentlich nicht erfinden, und so ist es zum Beispiel die Scheinheiligkeit der SPÖ im Umgang mit vielen Dingen. Jetzt haben wir doch erst in den letzten Wochen dieses Vermögens- und Erbschaftssteuergetöse der SPÖ zur Kenntnis nehmen müssen, kombiniert mit allen möglichen Rechenmodellen, wie was wann und so weiter und so fort. Und jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Wir haben doch erst gestern erfahren müssen, dass es sich die Roten ganz offensichtlich dort, wo sie können, auch ganz gut richten. Also nicht nur der schwarze Gemeindebundpräsident Riedl kann mit Grundstückstricksereien das richten, sondern natürlich auch die SPÖ. Konkret geht es da um ein Grundstück an einem ehemaligen Baggerteich, das recht günstig an die Genossen verkauft worden ist, und da haben sie natürlich auch einige Promis dort angestellt, so wie zum Beispiel der Bezirksvorsteher selbst, eine Nationalrätin, die sich im Nationalrat immer eher für die Armen und für den globalen Süden stark macht. In dem Fall dürfte sie sich auch für sich selbst stark machen oder vielleicht auch selbst benachteiligt gefühlt haben. Ja, dann gibt es noch eine weitere Bezirkspolitikerin der SPÖ, und insgesamt war es so, dass sich die paar einfach ein paar Grundstücke gekauft haben, wissens ganz offensichtlich, dass nachher dann irgendwann einmal eine Umwidmung ins Haus stehen wird. Naja, gesagt, getan, man hat das tatsächlich durchgezogen. Zuerst hat man die Grundstücke gekauft, übrigens die Nationalrätin, die sich auch sonst immer um die Armen auf der Welt sorgt, die hat sich natürlich gleich zwei Grundstücke gekauft. Es ist dann zu einer Umwidmung gekommen und die Preise dieser Liegenschaften haben sich über Nacht faktisch verdoppelt, und die Nationalratskollegin hat ja bereits erwähnt, sich verkauft ohnehin wieder eines dieser Grundstücke. Und da stelle ich mir jetzt schon die Frage, wie es in Sachen Moral und Glaubwürdigkeit bei der SPÖ gelagert ist. Denn wie gesagt, auf der einen Seite macht man da Jagd auf die sogenannten Reichen, die der SPÖ da hier offensichtlich wirklich ganz schlimm im Magen liegen. Und auf der anderen Seite macht man solche Dinge. Und ich möchte nicht wissen, was es hier in kleineren Gemeinden sonst noch gibt. Ich habe immer gesagt, gerade diese Grundstücksspekulationsgeschichten sind etwas, wo in Wahrheit der Missbrauch Tür und Tor geöffnet ist. Nur in Wien hat man es jetzt relativ ungeniert gemacht. Ich bin überzeugt davon, wenn man hier eine Taskforce-Umwidmung machen würde, würde man noch viel mehr Menschen sehen und treffen, die von diesen Umwidmungen massiv profitiert haben. Einerseits, und andererseits aber ganz klar einer politischen Fraktion zuzuordnen sind, beziehungsweise oft sogar selbst Amtsträger in den jeweiligen kommunalen Einheiten gewesen sind. Man sieht also, wenn man die SPÖ wählt, dann bekommt man es mit jenen zu tun, die zwar auf der einen Seite alles das, was sich Generationen schon erarbeitet haben, gerne am liebsten noch einmal besteuern würden, um es dann umzuverteilen. Auf der anderen Seite kriegt man aber die gleiche korrupte Partie geliefert, wie es auch die ÖVP ist. Vielleicht auch dazu noch ein Wort. Also auch wenn der Karl Nehammer immer davon spricht, dass er die FPÖ oder das mit Herbert Kickl gemeinsam nicht regieren möchte, dann muss uns jetzt schon klar sein, was die Konsequenz daraus ist, wenn man trotzdem ÖVP wählt. Die Konsequenz daraus kann nämlich nur sein, dass Karl Nehammer und die ÖVP zwei weitere linke Parteien, wahrscheinlich die SPÖ und dann entweder die Neos oder die Grünen, brauchen würden, um gegen den Willen des Volkes und um gegen die FPÖ, zumindest aus derzeitiger Sicht, einen Bundeskanzler stellen zu können. Das heißt also, wer ÖVP wählt, bekommt links, und zwar ganz links. Das muss einem immer irgendwie klar sein, wenn man sein Kreuzerl macht. Der Karl Nehammer alleine ist es nicht, der dann daherkommt, sondern wie gesagt, zwei Linke, wahrscheinlich der Herr Babler mit seinen Grundstücksbesitzern, und dann natürlich noch entweder noch einmal die Grünen, was ich mir nicht vorstellen kann, oder die ebenso noch links abgedrifteten Neos. Ja, beides kein Spaß, beides in Wahrheit eine Miniaturampel, Miniaturbeispiel dafür, was wir in Deutschland jeden Tag sehen. Deutschland, das sich ja mittlerweile zu einer Hippie-Kommune hinunterentwickelt hat. Schade, das tagtäglich mit ansehen zu müssen. In diesem Sinne, trotzdem danke all jenen, die regelmäßig auf diesem Kanal dabei sind. Wer auch dabei sein möchte, bitte, wie gehabt, einfach ein Gefällt mir da lassen, Abo klicken, und wem es nicht schnell genug gehen kann, die Glocke aktivieren.